Hallo zusammen, ich konnte Werner Schlager nach seinem erfolgreichen 4:0-Sieg gegen Jens Lundquist zum Interview verhaften. Und ja, Werner, du hast unglaublich gut gespielt. Danke. Und ja, was ist das Erfolgsgeheimnis? Fleißig sein. Ich glaube, dass viele andere Spieler probieren, den Schläger schneller zu machen. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich nehme einfach jetzt an den langsamen Schläger her und probiere mein Bestes, und bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Ich habe gesehen, gegen Timo hast du mit Rückhand sehr, sehr gut übernommen. Und auch wenn du selbst halblange Bälle anfängst, kommst du eigentlich sehr, sehr gut ins Spiel. Ich dachte eigentlich, das ist so das Problem, wenn man halblange Bälle anfängt, ist nicht mehr so viel Spin, kann der Gegner besser gegenziehen. Ich finde, dass das primäre Problem darin liegt, wenn man ein paar Schritte hinter den Tisch geht. Also je weiter man weggeht, desto schwieriger ist das Spiel. Vor dem Tisch fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl und kann auch ziemlich schnelle Bälle spielen. Vorhand stimmt die Technik noch nicht hundertprozentig, wie man sieht vielleicht, aber Rückhand geht schon sehr, sehr gut. Ja, meine Schreiber im Live-Blog, die wollten wissen, was du für den mentalen Bereich machst, weil du bist hier sehr, sehr mental, also ja, sehr stark im mentalen Bereich. Oh, danke, ja. Ich hatte die Möglichkeit vor Peking, vor den Spielen, mit einem Mentalcoach zusammenarbeiten zum ersten Mal seit 35 Jahren. Es wurde Zeit. Und das tat mir sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt so ein paar Techniken drauf, bin prinzipiell ruhiger, kann freier spielen, und das hilft sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir gerade in der zweiten Staffel quasi, in der Fortsetzung. Und das hat auf jeden Fall Zukunft, weil man sieht, dass die mentale Komponente im Tischtennis wichtiger und wichtiger wird. Auf jeden Fall, ich denke bei den Frauen noch mehr als bei den Herren, aber das wirst du besser wissen. Das hast du gesagt. Könnte sein. Noch was, du hast die ganze Zeit immer eine Bandage getragen. Du hast mir mal gesagt, dass du die brauchst für den Kopf, eigentlich nicht fürs Knie. Warum ist die weg? Frage Mentalcoach. Nein. Das war schon früher. Nein, ich habe dann einmal begonnen und habe gesagt, okay, eigentlich brauche ich es ja nicht mehr. Und diese Phantomschmerzen, die was da war, also ich nenne es jetzt einmal so, habe ich mir gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Wenn die Bandage rund ist, habe ich Schmerzen, aber die hilft ja fast nichts. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, sehr viele Kraftübungen gemacht für mein linkes Knie, und dann waren sie auf einmal weg und dann ging's. Wunderbar. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass viele den schwarzen Belag auf Vorhand spielen. Hast du gewechselt oder hast du schon immer den schwarzen auf der Vorhand gespielt? Reine Tradition. Ich spielte schon immer schwarz Vorhand. Ich habe jetzt gemerkt, dass von meinen Belägen eigentlich der rote ein bisschen schneller ist. Das heißt, vielleicht wechsle ich, aber ich habe mit dem Timo gesprochen, und der hat gesagt, oder was der Mäß, und er hat gesagt, na, sein Schwarz ist eigentlich besser. Ja? Das heißt, es wird wohl so sein, dass wir ein bisschen zu viel spinnen. Ich glaube, Timo war es, der hat immer rot auf Vorhand gespielt. Wirklich, ja. Ja, im Doppel bist du ja auch im Finale. Ja. War das schon länger geplant mit Trinko? Eigentlich nicht, nein. Das war eine kurzfristige Sache. Ich habe gesagt, okay, ich kann eigentlich nur mit einem guten Linkshänder ein gutes Doppel spielen, und habe dann einmal einen Linkshänder gefunden, eben mit Trinko. Ich habe schon einmal mit ihm ein Doppel gespielt bei einer Pro-Tour, mal vor 4, 5 Jahren oder so. Und da haben wir eigentlich schlecht gespielt, muss ich sagen. Deswegen wollte ich mit ihm hier vor der EM mich ein bisschen einspielen. Leider war er krank, deswegen hatte ich überhaupt keine Hoffnung eigentlich für die EM. Aber es stellte sich raus, dass das Doppel ziemlich gut funktioniert. Und die langsamen Schläger sind für uns beider Spiel sehr, sehr gut. Ja, was rechnet ihr euch aus im Finale gegen Timo und Christian? Ich denke, die beiden sind favorisiert. Ja. Aber sie haben ja auch gewackelt im Viertelfinale, nein, im Achtelfinale. Ja, wackeln sieht man da eigentlich eh viele. Aber das sagt wenig aus. Es ist einfach so, dass die Dichte wieder ein bisschen zusammengerückt ist, wegen den neuen Schlägern eben. Und ich finde, dass wir zwar die Außenseiter sind, aber wir können locker spielen, wir haben wenig Druck. Auf jeden Fall, ja, wir schauen mal kurz rüber. Ich glaube, Timo ist am Führen. Wünsche ich ihm. Also ich spiele gegen Mäß eigentlich nicht so gern. Er hat so ein komisches Spiel, spielt mit extrem viel Rotation, hat sehr, sehr gute Servicevariation. Tue ich mir in letzter Zeit fast ein bisschen schwerer als gegen Timo. Das heißt, es macht mir eigentlich gar nichts, wenn der Timo die Partie für sich entscheidet. Du spielst auch das Intenergy? Ja, sicherlich. Das ist das Einzige, mit dem er spielen kann, finde ich halt. Und der ist schon wirklich gut, es könnte aber noch ein Tick schneller sein. Alles klar, ich wünsche dir viel Erfolg für den morgigen Tag und hau rein. Dankeschön, danke.